Rambam erzählt uns heute wegen der Mitzwa von Zechira, Zechiras Shabbos, die man Shabbos erinnern kann, nicht die Verbote, sondern die Gebote. Der Rambam erzählt, dass genau wie es gibt die Dinge, die man Shabbos nicht machen darf, gibt es auch die Dinge, die man an Shabbos machen muss. Eine von den Dingen ist erinnern die Shabbos. Wie erinnert man die Shabbos? Wie macht man das? Bei dem Eingang und bei dem Ausgang von Shabbos steht Socher, das Yom Shabbos, erinnere die Shabbos. Sagt die Medrash im Mechilta, Socher, das Yom Shabbos, lekatschoi bebrocha. Zu segnen dem Shabbos mit einem Brocha. Wie macht man das mit einem Brocha? Mit Kiddush. Die Gemara sagt im Psachim, Zochreyu alayayin. Ein Brocha ist mehr geehrt, wenn es mit Wein gemacht ist. Weil Wein ist Brocha. Hier von hier kommt die Mitzwa, dass wir machen im Shabbos Kiddush und dass wir die Ausgang von Shabbos, dass wir machen Havdalah. Tatsächlich gibt es eine Diskussion in der Poiske, ob Kiddush ist mit der Teure oder mit der Rabbanen, ob Havdalah ist mit der Teure, mit der Rabbanen. Rambam und andere Poiske reden lange darüber, aber von diesem Rambam es erscheint, dass es wirklich ein Mitzwa mit der Teure ist, Kiddush Freitagabend bei Knissasoi und Havdalah Motzei Shabbos bei Yitziyosei. Diesen zwei Dinge sind sehr wichtig, weil dadurch erfüllen wir die Mitzvah von Zocher es Yoim HaShabbos Lekatsche. Heute ist der sechste Tag in Monat Kislev. Sagt der Rebbe in Ayom Yoim, Ayom Yoim Vav Kislev. Kriya Shema She'ala Mita, Shema zu sagen, wenn wir schlafen gehen, ist die Anfang von dem nächsten Tag. Genau wie man geht auf den Markt. Geht man am Anfang der Markt, wie man beginnt, wie man endet der Markt. So kommt die Ergebnis von dem gesamten Markt. Genauso wie Schma. Schma, die Anfang von dem nächsten Tag, die Ende von diesem Tag, die Abrechnung von diesem Tag und die Anfang von dem nächsten Tag ist etwas, was wir nutzen können, um zu wirken auf den vergangenen Tag und auch auf den nächsten Tag. Wir können